Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Das soll mein Fazitvideo sein zum Luftreiniger der Firma Xiaomi. Mi Air Pro heißt das Modell. Das ist das etwas größere Modell. Die meisten anderen Modelle sind so halb so groß, sind natürlich auch dann in der Leistung entsprechend geringer. Ja, ich habe jetzt das Teil ein paar Tage laufen lassen und möchte Ihnen noch mal ganz kurz vorstellen, für die, die jetzt das Unboxing und erste Eindruck-Video nicht gesehen haben. Er wiegt etwa 7,5 Kilo, also kein Problem, ihn jetzt mal irgendwo hinzustellen. Er hat Gummifüße, also läuft nicht auf Rollen, aber es ist unproblematisch. Er saugt an der Frontseite und an den beiden Seitenteilen, saugt er Luft ein. Und diese Luft wird, jetzt zeige ich euch hier, hier hinten kann man so eine Klappe öffnen. Und hier ist der Filter und den kann man hier rausnehmen, wenn man ihn mal wechseln muss. Und dann kann er wieder rein, wieder zu, arretieren, dann wieder dicht ist und dann kann man im Prinzip die Klappe hier wieder reinmachen. Muss man nicht sehr oft machen. Filterwechsel ist natürlich dann, wenn ihr besonders schmutzige Luft oder belastete Luft letztendlich habt, wo ihr das Ding andauernd laufen lasst. Ich habe jetzt natürlich keine Erfahrung, wie lange. Ich habe jetzt mal im Internet geschaut. Also ein paar Monate sind das schon, teilweise ein halbes Jahr. Also wenn man so einmal im Jahr ungefähr oder alle 6-7 Monate den Filter wechseln muss, kostet allerdings 35-40 Euro. Aber ich sag mal, einmal im halben Jahr ist das eigentlich in Ordnung. Für Allergiker, Pollengeschichten, allemal bezahlbar, überhaupt kein Problem, wenn man bedenkt, wie viel Geld man für die Medikamente ausgibt. Ich bin auch leichter Allergiker, also naja, kann ich ein Lied von singen. Hier hinten haben wir noch zwei Funktionen. Einmal ist hier hinten der Laser für, das ist so ein Lasermessteil ist hier drin, und zwar saugt er hier so ein bisschen Luft ein. Und zwar misst er hier, wie belastet die Luft ist. Und hier ist noch ein kleiner Knopf. Und mit diesem Knopf kann ich das Display vorne, zeige ich euch gleich, ein- und ausschalten. Also hier macht man mit einem Spezialwerkzeug das Ganze hier auf und kann dann mal reinigen, wenn dieser Sensor, dieser Staubsensor verstaubt ist, dann kann man den hier reinigen. Muss man aber im Prinzip jetzt erstmal, wenn er neu ist, das Gerät, kann man das ignorieren. So, jetzt klippe ich euch mal das Ding entgegen. Hier oben sitzt der Ventilator drin. Das heißt also, hier vorne, rechts und links, pustet er, muss ich gerade mal gucken, pustet er das, hier oben pustet er raus und saugt hier, hier und hier dann entsprechend die Luft an. Hier ist der Ein- und Ausknopf und hier ist ein Helligkeitssensor, ein Lichtsensor. Und wie gesagt, das hat auch mit der Laufleistung zu tun. Das heißt, ihr könnt das Gerät auf Automatik stellen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich mache ihn jetzt einfach mal an. Hier oben einmal draufdrücken. So, Filter Remaining 99%. Ich habe ihn jetzt wirklich ein paar Tage laufen lassen und jetzt sagt er mir, dass der Filter noch zu 99% nutzbar ist. Also deswegen. Hier könnt ihr jetzt auch sehen, die 001, die hier angezeigt wird, heißt, dass meine Raumluft hier gerade top ist, dass sie also im Prinzip nicht gereinigt werden muss. Hier drunter haben wir die Gradzahl im Raum. Hier sind es im Moment 23 Grad und die Luftfeuchtigkeit zeigt er mir hier mit 45% an. Dann blinkt hier was, und zwar ist das das WLAN-Symbol. Dazu muss ich sagen, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe mich erkundigt, man kann das Teil mit dem Smartphone verbinden. Was kann man heutzutage nicht mit dem Smartphone verbinden? Da ist es aber so, dass man im Prinzip nur das auf dem Smartphone sehen kann und das Ding ein- und ausschalten kann und die verschiedenen Modes einschalten kann. Aber mein Gott, dafür kann ich auch zum Gerät gehen und hier oben auf den Knopf drücken. Also habe ich jetzt nicht gemacht. Man kann ihn verbinden und solange er nicht verbunden ist, blinkt er halt. Und auf der rechten Seite ist jetzt das A. Das ist der Automatik-Mode. Das ist sehr lustig. Ich habe das Ding jetzt mal komplett 24 Stunden angehabt, weil ich wollte mal die Stromkosten messen, die das Teil hat. Also erstmal die drei Stufen. Wir haben einmal die Stufe Automatik, das ist letztendlich die, auf der man das Gerät laufen lässt. Dann haben wir eine zweite, wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, wird die zweite Stufe eingeschaltet. Da geht es ein bisschen mehr, also jetzt kann ich schon ein bisschen mehr hören. Das ist im Prinzip so der Nachtmodus. Kommt ein bisschen mehr entsprechend hier oben raus, saugt natürlich hier unten ein. Und der dritte, der ist dafür da, also das hier hört man
auch nicht, also minimal, das Automatik sowieso nicht. Hier sieht es jetzt so aus, wenn ich jetzt auf die dritte Stufe mache, die ist nicht zum normalen Gebrauch. Da habe ich beim Unboxing, als ich es angemacht habe, weil das doch ziemlich laut wird, um Gottes Willen. Aber das ist nur dafür da, die dritte Stufe ist nur dafür da, wenn ihr jetzt mal einen verqualmten Raum habt oder wirklich den Raum mal komplett reinigen wollt, weil da irgendwie, was weiß ich, 100 Kerzen ausgepustet wurden oder sonst was, dann läuft der auf absolute Maximalstufe und die mache ich jetzt mal an. Jetzt wird er hoch. So, also das ist... Ja, kommt noch ein bisschen, also das ist jetzt schon ziemlich heftig, das ist leider hier, ne? Also das ist schon ganz ordentlich, was hier rausgepustet wird und das sind dann auch die etwa 60, 65 dB, aber nochmal, das ist nicht die Stufe, die ich brauche, um meinen Raum zu reinigen, sondern nur, wenn ich einen, also dauerhaft zu reinigen, das ist nur, wenn ich meinen Raum komplett, wenn er jetzt wirklich verqualmt ist, Partyraum oder sonst irgendwas, dann mache ich diese Stufe an. Und dann drücke ich hier aber dann letztendlich wieder drauf und dann geht er wieder in den A, in den Automatikmodus runter. Fährt weiter runter, fährt weiter runter. Und jetzt hört er nichts mehr. Also selbst ich, also die Kamera steht etwa 1,20 Meter jetzt von dem Gerät weg. Und ihr habt hier direkt die Schräge, also das hört ihr auf dem Mikro jetzt wahrscheinlich lauter, als er tatsächlich ist. Und wenn ich jetzt mein Ohr hier dran halte... Minimal. Und das ist die Stufe, die ihr immer laufen habt. Also Lautstärke überhaupt kein Problem. So, jetzt zeige ich euch nochmal gerade, also 001 heißt es, das heißt, hier wird kaum was gemacht. Wenn ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel mal gestern Abend wirklich mal 4, 5 Kerzen hier auf dem, also um das Teil rum, ich habe den natürlich irgendwo auf dem Boden stehen, mal 5, 6 Kerzen angemacht und dann ausgepustet. Und dann entsteht natürlich Qualm und was auch immer. Und dann die Feinstaubgeschichten, die das Ding hier runter, er misst die Feinstaubbelastung im Raum. Und wenn die dann höher wird, dann schaltet er sich automatisch im Automatikmodus, schaltet er sich automatisch hoch. Und als ich ihm dann die 5, 6 Kerzen rundherum ausgepustet habe, dann ist er dann raufgefahren und hat mir gezeigt, dass meine Luft dann um die 35 oder 40 verschmutzt war. Und dann fährt er auch höher, wird dann natürlich etwas lauter, hat dann ungefähr eine halbe Stunde lang, dreiviertel Stunde ungefähr gepustet und dann ist er wieder runtergefahren. Das heißt, dann hatte er im Prinzip die Verschmutzung, die Kerzen, der Ruß und so weiter, das, was in der Luft drin ist, das hat er dann sauber gemacht. Innerhalb von, ja, 40 Minuten ungefähr war das. Das heißt, Automatikmodus einstellen, nichts mehr machen. Ob er den nachts laufen lässt, ist eine Frage. Ich habe jetzt einfach mal 24 Stunden mit dem Messgerät hier das Ding laufen lassen auf Automatikmodus. Da waren die Kerzenreinigen mit dabei. Und da war es so, dass er, ich kann hier in dem Gerät einstellen, hier oben steht die Zahl der Stunden und die Wattzahl, ich kann hier einstellen, ich habe jetzt mit 0,3 Cent pro Kilowattstunde, also 30 Cent pro Kilowattstunde gerechnet und er zeigt mir jetzt hier an, dass mich die 24 Stunden 1 Cent gekostet haben. Also 1 Cent auf Automatik, inklusive einmal ein bisschen mehr reinigen, als es mit den Kerzen war. Er läuft im Standby, wenn ihr den ganz ausschaltet und trotzdem eingesteckt habt, läuft er im Standby auf 0,8 Watt. Das ist im Prinzip nichts, aber es ist ja unnötig, weil er tut ja dann nichts. Aber wenn ihr ihn auf Automatik stellt und er jetzt bei dieser Luftreinigung so läuft wie jetzt, dann braucht er 1,8 Watt. Also das Doppelte ungefähr. Also dann kann ich ihn im Prinzip auch komplett immer laufen lassen. Also 1,8 Watt kostet mich dann, wenn ich ihn rund um die Uhr laufen lasse, 1 Cent. Nachts ist es eigentlich nicht nötig, sei denn ihr feiert Partys oder sonst irgendwas, was man ja im Moment nicht machen soll. Das heißt also, wenn ihr jetzt nur am Tag, wenn ihr in dem Raum seid, das Teil anhabt, kostet er also 0,5 Cent, ein halbes Cent. Das heißt, ihr könnt euch das dann selber ausrechnen. Das ist nichts. In der Maximalvariante, das heißt also in dieser Leistungsstufe, braucht er 66 Watt. Das ist auch nicht viel, aber in der Stufe lässt man ihn höchstens so Stunde laufen oder zwei und das war's dann. Aber dann nur, nochmal, nur dann, wenn ihr einen völlig verqualmten, verkohlten, was weiß ich, was Raum habt, der Adventskalender gebrannt hat oder sowas. Ansonsten reicht das hier im Normalmodus, geht der, bei mir ist er schon mal auf 002, 0, also 002, 001 raufgegangen.
Aber das war's dann auch. Also wenn der Raum einmal gereinigt ist, ist es ja in Ordnung. Klar, im Sommer, wenn die Pollen entsprechend hier sind, das filtert er dann auch raus. Das heißt also auch gerade für Allergiker, das hat nicht nur mit Virenlast, Sprichwort Corona und so zu tun, sondern speziell, also alles, was ihr habt. Das heißt also, selbst wenn ihr Kerzen auspustet, kommt ja natürlich, kommen Partikel entsprechend in die Luft. Rußpartikel und so weiter, und die filtert er halt hier entsprechend raus. Und gerade jetzt im Moment im Winter, wo wir ja hier nicht andauernd die Fenster aufreißen, ist das im Prinzip, bringt der euch sogar Geld, weil ihr müsst die Fenster eben nicht aufreißen, weil, und könnt damit natürlich Heizung sparen, Energie sparen, und der eine Cent, der euch das Teil in der Automatikvariante am Tag kostet, weg damit, also kein Problem. Also nochmal, er sieht meiner Meinung nach, das ist mein Fazit, er sieht schick aus. Man kann ihn schön, man muss ihn nicht irgendwo in die Ecke stellen, wo ihn keiner sieht, weil er sieht wirklich schick aus. Die Anzeige ist in Ordnung. Im Automatikmode, wie auch jetzt, minimal, kann man ihn laufen lassen. Der stört überhaupt nicht. Also das Ding könnte ich mir sogar ins Schlafzimmer stellen. Mache ich jetzt nicht, aber überhaupt kein Thema. So, ja, der Filterwechsel, das müsste man mal sehen, das weiß ich jetzt halt nicht genau, wenn es wirklich alle 6-7 Monate ist, dann sind 35, 40 Euro wären das für mich in Ordnung, aber ich denke, da haben andere Kollegen schon Erfahrungsberichte reingestellt, das wird dann wohl auch stimmen. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich kann das Teil empfehlen, er sieht gut aus, er macht seinen Dienst, er ist überhaupt nicht laut, nochmal, Stufe 3 ist für Maximalgeschichten und das hier Stufe 1 bzw. Automatik-Mode passt. Und da ich selber, wie gesagt, kleiner Allergiker bin und ist es natürlich für mich auch interessant, im Moment zu Corona-Zeiten, wenn ihr jetzt noch mal 2-3 Leute zu Besuch haben solltet, dann kann man sowas benutzen, statt zu lüften. Oder eben im Sommer sowieso jeder, der mit Hausstaub, mit Pollenflug, mit was weiß ich was, das wird dieses Teil, das filtert dieses Teil halt komplett aus der Luft raus. Und nochmal, der kostet ungefähr knappe 200 Euro und dafür ist das, ich kann wie gesagt als Allergiker selber aus eigener Erfahrung sprechen, 200 Euro ist mir das Teil allemal wert, wenn ich dann im Sommer zumindest drinnen in meiner Wohnung besser atmen, besser leben kann, also das ist es mir allemal wert. Das soll es gewesen sein, wo ihr das Gerät und auch die kleineren Geräte, vielleicht sagt ihr, ich brauche nicht das große Teil, der kann hier etwa 300 bis 500 Kubikmeter pro Stunde säubern, das ist schon mal sehr viel. Die kleineren, wenn ihr jetzt einen kleineren Raum habt, ich habe jetzt hier ein 40 Quadratmeter Wohnzimmer, da sollte das schon mal sein. Ein bisschen überdimensioniert, aber ist ja egal, wenn das auf so einer kleinen Stufe läuft und einen Cent, einen halben Cent am Tag braucht, ist mir das völlig wurscht. Das werden die kleineren Geräte auch nicht weniger. Die sind dann halt nur 50, 60 Euro billiger. Aber ich sag mal, dann lege ich lieber die 5, das ist eine einmalige Anschaffung, 50, 60 Euro drauf und kaufen wir gleich den großen. Wo ihr dieses Gerät bekommt und die kleineren Varianten, setze ich euch in die Videobeschreibung rein. Schaut da einfach mal rein in die Videobeschreibung, da sind die Links mit dabei. Und ja, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne meinen Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Video hier wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch eine super gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.